Mein Name ist Anna, ich wollte immer schon schreiben. Es hat bei der Studienauswahl geheißen, schreiben kann man nicht lernen. Also entweder man kann es oder man kann es nicht. Und deswegen habe ich mich für Englisch und Publizistik entschieden und habe gedacht, das geht so in die Richtung. Aber wir haben dann tatsächlich beim Studium nie so geschrieben, wie ich mir das gewünscht habe. Aber ich hatte dann das große Glück, dass ich Auslandssemester in Amerika an der Ostküste machen konnte, mit 2 Stipendien. Und ich habe dort die Entdeckung gemacht, schreiben kann man sehr wohl lehren und lernen. Und bin süchtig geworden nach Creative Writing Workshops. Also die Entdeckung war, dass es diese Tradition vom Creative Writing in Amerika gibt, schon mehr als 100 Jahre, und dass auch große Autoren sich immer wieder in Schreibworkshops setzen, entweder als Lehrende oder als Teilnehmende. Und dass es da einfach unglaublich viel gibt, was man ausprobieren kann, was man sich aneignen kann und dass man das nicht automatisch schon wissen muss. Deswegen, also das, was wir da machen, vor allem Short Stories, so ein Importprodukt aus Nordamerika. Als ich zurückgekommen bin, habe ich dann selbst dieses Bedürfnis gehabt, einfach nicht allein zu schreiben, sondern schreiben in Gruppen mit Textfeedback, und daraus ist das Short Story Seminar entstanden, das ich mittlerweile seit 2003 leite. Es ist immer noch mein Lieblingsseminar, es ist ein bisschen magisch. Alle, die kommen, machen die Erfahrung dann, dass man einfach nicht genau weiß, wie, aber es entsteht eine Geschichte. Das Short Story Seminar ist ein perfektes Einstiegsseminar. Es eignet sich für Anfänger, Anfängerinnen, also Leute, die immer schon schreiben wollten oder die es wieder neu ausprobieren wollen oder die einfach eine Sehnsucht spüren, die seit der Schule nicht geschrieben haben. Es eignet sich aber genauso gut für Fortgeschrittene. Also ich habe auch publizierte Autoren, Autorinnen, die sich in das Seminar setzen, und die Mischung funktioniert super. Also komplette Anfänger und publizierte Teilnehmer. Es ist ein Seminar, das man immer wieder besuchen kann. Also zum Beispiel, wenn man ein neues Schreibprojekt anfängt. Ich habe mittlerweile Leute, die es schon 7-mal besucht haben. Also es ist etwas, was man immer wieder machen kann. Im Short Story Seminar gehen wir alle Basics des guten literarischen Schreibens durch und wenden sie spielerisch an einer Geschichte an. Das heißt, von Anfang bis zum Ende des Schreibworkshops hat jeder eine fertige Short Story im Rohentwurf oder ein Kapitel von einem Roman oder eine Vorlage für ein Drehbuch oder einen abgeschlossenen Text von einem Memoir. Das heißt, wir schauen uns an, was sind spannende Anfänge. Wir schauen uns an, wie komme ich zu einer glaubwürdigen, lebendigen, faszinierenden Charakterisierung. Wie schreibe ich einen Dialog? Wie mache ich meine Geschichte spannend? Also dramaturgischer Spannungsbogen. Und es ist ein bisschen magisch, weil es hat noch immer funktioniert. Also ich leite das Seminar seit 2003, und wenn die Leute dabei bleiben, und meistens bleiben sie dabei, haben wir am letzten Tag eine fertige Geschichte. Auch bei Leuten, die in das Seminar kommen und sagen, ich habe keine Idee, was ich schreiben möchte. Also man muss keine Ideen haben, also Ideenfindung ist Teil vom Short Story Seminar, und es funktioniert super. Vielleicht ist mir noch wichtig zu sagen, dass wir uns auch der Schreibblockade am Anfang widmen, weil ganz viele Leute mit einem Kopf voller von kritischen Stimmen in das Seminar kommen. Besonders Leute, die lange nicht geschrieben haben, können sich plötzlich erinnern, wie es im Deutschunterricht war und was die Lehrerin alles Negatives gesagt hat oder die Eltern. Und ich kann alle nur beruhigen. Also wir machen das Gegenteil von dem, was wir in der Schule gemacht haben. Also Fehler sind erlaubt.
Ich lade die Leute ein, dass wir jetzt einfach dieses kreative Chaos einmal zulassen und dass man auch eine Weile vielleicht in eine falsche Richtung schreibt, weil sonst komme ich ja nicht zu einer Geschichte. Also ich muss ja hinspüren und sagen, ah, Moment einmal, ja, das war gut, dass ich das ausprobiert habe, aber die Geschichte geht doch woanders weiter. Es ist wie bei allen anderen kreativen Prozessen, also man kann es nicht von Anfang an perfekt machen. Aber es macht unglaublich viel Spaß, wenn man sich das einfach erlaubt. Es ist ein bisschen komisch, im deutschsprachigen Raum haben wir wirklich diesen Anspruch, dass man als Schriftsteller, Schriftstellerin schon geboren werden muss, während wir bei den anderen Sachen, also bei der Musik oder bei Yoga, schon annehmen, dass das ein Prozess ist. Also wir drücken einem Kind auch keine Violine in die Hand und sagen, du hast eh Talent, jetzt spiel einfach. Nur bei Schreiben hat man diese Annahme, dass man sich hinsetzt ohne Vorbereitung und einfach 800 Seiten von einem Roman druckfertig schreibt. Short Story findet 6-mal in Wien im Writer Studio statt und einmal im Jahr in der Toskana und einmal im Jahr am Meer.